Ja, gut, es ist 11.00. Ich glaube, wir starten mit dem Webinar. Herzlich willkommen zum Webinar Cloud-Nutzung in der öffentlichen Verwaltung. Und danke schon vielmals für das zahlreiche Einloggen zu unserem Webinar. Wir wollen ja heute das Thema Cloud-Nutzung speziell in der öffentlichen Verwaltung ein bisschen beleuchten und vor allem auch die rechtlichen Aspekte ein bisschen rausschälen und diskutieren. Bevor wir starten, vielleicht noch kurz, ich möchte mich noch kurz vorstellen, wer wir sind. Mein Name ist Andreas Neff. Ich bin Senior Consultant und Managing Partner, Mitinhaber bei der Weitroute. Ich werde das Webinar einleiten und ein bisschen moderieren. In meiner Funktion bin ich vor allem im IT-Beratungsumfeld unterwegs. Ich helfe Firmen, ihre IT auszurichten und unterstützen sie bei Digitalisierungsvorhaben und häufig auch im Zusammenhang mit digitalen Arbeitsplätzen. Ja, über Beitou selber, wir haben so zwei Schwerpunkte, zwei Geschäftsbereiche. Das eine geht es um Strategie und Beratung, wo wir eben helfen, Firmen ihre IT auszurichten. Und sollten sie Digitalisierungsvorhaben unterstützen. Und auf der anderen Seite haben wir so das Thema Feldorganisation und Zusammenarbeit, wo es vor allem darum geht, dass die Mitarbeitenden gut zusammenarbeiten können. Wir unterstützen dort auch wieder so in Konzeption von digitalen Arbeitsplätzen, aber auch ja, so in allen Prozessen von Zusammenarbeit und halt häufig auch mit digitalen Hilfsmitteln. Vielleicht eine kleine Übersicht, wo wir so tätig sind, vielleicht unter einer Übersicht, also wir haben nicht einen Branchenschwerpunkt, kann man sagen, wir sind eigentlich querbeet tätig, wir sind ein Querschnittsthema, aber die öffentliche Verwaltung ist definitiv eine wichtige Kundengruppe bei uns. Wir sind dort auch recht häufig unterwegs, sei das auf Bundesebene, bei Kantonen, aber auch bei Städten und Kommunen, wo wir sehr unterstützen, ja, bei IT-Vorhaben oder in Digitalisierungs Vorhaben. Wir sehen da noch ein paar Kunden mehr, die auch noch her aus anderen Branchen bekannt sind. Ja, ich bin heute nicht alleine im Webinar. Es freut mich sehr, dass wir einen Gast dabei haben. Und zwar ist das der David Schwanninger von der Blum- und Grobrechtsanwälte AG. Er ist nicht physisch vor Ort bei uns, er ist in Zürich und ist da zugeschaltet. Und ich hoffe, das klappt technisch. Und vielleicht, David, kannst du noch kurz etwas sagen zu deiner Person? Ja, vielen Dank, Andreas. Sehr gern. Danke auch, dass ich da darf mitmachen darf. Ich möchte auch von meiner Seite alle Teilnehmer herzlich willkommen heißen. Wie gesagt, mein Name ist David Schwaninger. Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei der Blum und Grob Rechtsanwälte AG. Bin bei uns in der Kanzlei zuständig in den Bereichen Immaterialgüter und IT-Recht. Das ist ein Thema, das natürlich genau, wenn es um Cloud geht, im Fokus steht. Es hört aber nicht dort auf, sondern das Verwaltungsrecht ist ebenfalls eines meiner Schwergewichte, nebst Immobilienrecht und vor allem in den beiden Gebieten, die ich als zweites genannt habe, besonders spannend und sehr intensiv befasst und ich mich dann genau mit den Digitalisierungsfragen, die dort zum Tragen kommen. Ich darf in diesem Zusammenhang auch an verschiedenen Fachhochschulen als Referent auftreten und bin auch Mitglied in verschiedenen Fachkommissionen, unter anderem auch im Spitalbau. Vielleicht ganz kurz zwei Worte zu unserer Kanzlei. Andreas Neff hat es vorhin gesagt, wir sind in Zürich, wir betreuen aber Klienten schweizweit, betreuen, haben auch ausländische Klientschaft und ich sage jetzt mal, der Fokus bei uns steht bei Unternehmungen und öffentlichen rechtlichen Körperschaften. Das ist eigentlich das Gros und dort versuchen wir dann auch alle Bedürfnisse abzudecken. Das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst unsere Kanzlei. Kunden kann ich leider keine nennen, wir unterliegen dem Berufsgeheimnis. Da sind wir leider bericht, oder vielleicht einfach, ich kann auch sagen, zum Glück dürfen wir das nicht sagen. Ja, vielen Dank mal vorerst von meiner Seite und dann würde ich wieder gerne dir zurückgeben, Andreas. Danke vielmals. Wir freuen uns nachher, du bist ja den zweiten Teil schwerpunktmäßig beleuchten. Ich habe als Einleitung oder als Einstieg noch ein paar Slides zusammengestellt, und wo grundsätzlich zum Thema so halt Einsatz von Cloud-Lösungen. Und man kann schon sagen, oder? Cloud-Nutzung ist ja eigentlich eines von der Hype-Themen, kann man sagen, oder von den Treibern der ganzen IT-Industrie im Moment, oder? Es ist ein riesen Thema. Fast alle Firmen beschäftigen sich mit dem Thema Cloud und shiften ihre Anwendung oder Teil und Daten in die Cloud. Das sehen wir noch ein bisschen, wo die Vorteile liegen, aber auch auf Anbieterseite, oder? Hat es einen sehr starken Wandel gegeben
Die meisten, vor allem auch grösseren Anbieter, aber auch kleinere, bieten eigentlich in der Zwischenzeit ihre Services auch aus der Cloud an. Cloud an und für sich ist ja jetzt nicht so wahnsinnig etwas Neues, oder? Wenn wir ein bisschen schauen, wie wir im Privaten Anwendungen und Dienste nutzen, können wir die heutzutage eigentlich ja fast ausschließlich aus der Cloud, oder? Das fängt eben beim SBB Fahrplan an oder so, Billett buchen oder neuerdings mit Fertig oder mit der SBB App sogar eine Verrechnung machen. Online-Banking, auch so ein Thema als Cloud-Lösung, und da haben wir noch ein paar Sachen im Konsumbereich drauf, wo halt da heute sehr weit geht, oder? WhatsApp hat fast jeder irgendwie auf seinem Handy installiert, aber auch Fernsehen. Da ist jetzt Netflix drauf, aber auch Swisscom TV und so weiter. Wir nutzen eigentlich im Privaten, ja, in der Zwischenzeit ja fast ausschließlich Cloud-Dienst, oder? Und zu einem sehr grossen Ansatz. Und das hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verzögert, aber doch in den letzten, würde man sagen, 3 bis 4 Jahren ganz intensiv auch in den Unternehmen geändert. Zum Teil sind es sogar die gleichen Services, wo auch im Business-Kontext genutzt werden, zum Beispiel Dropbox. Manchmal zwar nicht so beliebt, aber wird häufig auch halt eingesetzt für einen Datenaustausch, den man aus dem Privaten kennt. Aber es gibt natürlich auch ganz spezifische Anwendungen und Services, die für Unternehmen gemacht sind und wo man je länger, je mehr halt auch aus der Cloud bezieht. Ja, was ist, das sind halt die Treiber, die dort hinten da stehen, kennen wir, oder? Also, aus Unternehmenssicht ist es vor allem halt die Skalierbarkeit und die Flexibilität, die man mit Cloud-Dienst erreicht. Sei das halt in Lizenzierung, oder wenn ich mehr Ressourcen brauche. Ich habe die Cloud-Dienst, kann ich für mich nach meiner Organisation beliebig anpassen. In dem Sinne ist es halt so sehr ein wichtiger Treiber, so für mehr Flexibilität agiler zu werden. Also Schlagwort halt heute die Digitalisierung, die Geschäftsmodelle werden immer flexibler und ändern immer schneller. Und ich glaube, auch da ist auch Behörden halt auch ein Teil davon, wo den Umständen, die im Markt passieren, sich auch ausrichten muss und auch gefordert ist, flexibler und agiler zu werden. Ja, es sind ein paar weitere Punkte, eben iTunes Security-Aufgaben, die man auslagern kann. Und da steht einer drauf, so ein bisschen Kosten, oder? Ja, es kann sein, dass Cloud-Dienste auch günstiger sein können. Ist aber nicht zwingend so. Das heisst nicht so, dass wenn ich Cloud-Dienste einsetze, dass es per se eigentlich auch günstiger wird. Ich glaube, es gibt andere Vorteile, wo wahrscheinlich noch mehr überwiegen. Eben wie zum Beispiel auch hier mobilen Zugriff, ortsunabhängig arbeiten, wo man mit Cloud-Lösungen halt relativ einfach kann realisieren. Ja, auch Cloud-Modell ist nicht etwas, jetzt, was wahnsinnig neu ist, oder? Gerade in öffentlichen Verwaltungen haben schon lange Cloud-Lösungen im Einsatz, oder? Die meisten Gemeinden oder Kantone oder auch im Bundesebene haben ihre Rechenzentren, ihre Cloud, Private Cloud Rechenzentren heute im Einsatz, wo sie Cloud-Leistungen für ihre Kunden bringen. Typischerweise sind so gemeinsame Rechenzentren von Gemeinsamenschlüssen, oder wo ein gemeinsames Rechenzentrum haben und dann unterschiedliche Gemeinden bedienen. Oder aber halt auch innerhalb von einem Kanton mit unterschiedlichen Departementen und Ämtern, wo heute eigentlich aus einer Private Cloud rauskommt. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch etwas Neues, respektive das, was hat auch in den letzten Jahren jetzt so richtig auf den Boomen, sind die Public Cloud Lösungen oder die Public Cloud Anbieter. Vorweg die Grossen, oder? Microsoft und Google und Amazon und viel kleinere natürlich zu ringsherum auch, wo jetzt halt ihre Lösungen aus der Cloud anbietet, wo man nicht mehr selber vor Ort tut installieren, sondern der ganze Betrieb durch den Cloud-Anbieter gewährleistet wird. So, der Public Cloud ist natürlich auch gerade für kleinere Organisationen sehr interessant, oder? Für KMUs, zum Beispiel wie wir, Beitraut, oder? Wir sind knapp 10 Leute. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich keine IT-Infrastruktur mehr haben, oder? Wir ziehen eigentlich alle IT-Services komplett aus der Public Cloud. Und das hat ja schon Vorteile, oder? Wir müssen nicht irgendwelche Infrastruktur haben, wir müssen nicht zu denen schauen, wir müssen die nicht patchen, wir haben dort eigentlich, können das alles als Full-Service beziehen. Das ist aber auch so, dass das halt jetzt für eine kleinere Organisation, in der wir sind, ideal ist, aber natürlich für größere nicht in jedem Fall geeignet ist. Und das Szenario, das wir heute halt häufig sehen und wo sehr stark das Bedürfnis aus öffentlichen Verwaltungen rauskommt, ist, dass halt so, dass man so Hybrid-Ansätze anstrebt. Dass man zwar einerseits halt
die Private Cloud bei sich hat, die betreibt. Auf der anderen Seite aber auch von gewissen Public Cloud Services will profitieren und die will integrieren. Und in der Regel ist das heute eigentlich so, dass man so Hybrid-Szenarien eigentlich in Angriff nimmt oder dass die vor allem präferiert auch werden. Ja, so Cloud Services kann man ja für unterschiedliche Sachen haben. Es gibt ja Infrastructure as a Service, also die ganze Infrastruktur als Service. Ich kann Plattform as a Service haben. Und was wir aber im Moment so in der Praxis verfolgen, ist vor allem, was extrem jetzt boomt, ist halt Software as a Service. Oder dass ich halt einzelne Anwendungen eigentlich aus der Cloud beziehe und die eigentlich bei mir in meiner Organisation integrieren. Vorweg sind das natürlich so die typischen, sind so die Commodity-Services, oder? Wo man sehr stark kann, standardisieren kann. Typischerweise etwas, was sehr starke Verbreitung hat, erfahren in den letzten Jahren, ist zum Beispiel E-Mail, Exchange Online, dass man das eigentlich als Service aus der Cloud bezieht. Das ist sehr hoch standardisierbar und die häufig die auch kostengünstiger zu beziehen oder auch mit mehr Leistung auch können zu beziehen. So weitere Themen sind, Kommunikation, Kollaborationslösungen, Datenaustausch, Themen oder je länger, je mehr so Intranet-Plattformen als ein Service. Oder es entwickelt sich auch je länger, je mehr zu einem Commodity-Service, wo man eigentlich mehrheitlich in letzter Zeit aus Cloud, aus der Cloud bezieht, also aus der Public Cloud häufig. Auf der anderen Seite haben wir Fachanwendungen, wo starke Zuwachs in der zu verzeichnen haben. Und dort vorweg sind halt typischerweise auch die Unterstützungsprozesse, die dort prädestiniert sind, weil wir auch dort eine recht hohe Standardisierung natürlich erreichen können. Sei das zum Beispiel HR-Lösungen, Rekrutierungslösungen als Beispiel, ist etwas, was man sehr häufig aus der Cloud bezieht. Oder CRM hat einen Riesenshift gegeben in den letzten Jahren. Das ist ein Thema, das sich fast ausschliesslich in der Cloud abspielt. Natürlich nicht, es gibt auch regulierte Firmen, die das nach wie vor lokal bei sich machen, aber CRM hat eine sehr starke Cloud-Adoption bekommen in den letzten Monaten und Jahren. Und dann ist es natürlich weiter, oder? So Projektmanagement-Tools, Finanzen, Buchhaltungen, die je länger, je mehr aus der Cloud können bezogen werden von Unternehmen. In den Kernprozessen, oder typische Fachapplikationen, vielleicht jetzt bei der Verwaltung, gibt es sicher auch Tendenzen, dass auch Anbieter aus der Schweiz je länger, je mehr Cloud-Angebote anbieten. Das ist sicher auch so, aber das ist sicher noch nicht in dem Umfang heute vorhanden, wie man das jetzt vielleicht in den Unterstützungsprozessen sieht. Ja, die ganze Cloud hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern es gibt noch ein paar Risiken, die man im Cloud-Einsatz muss betrachten, oder? Und eines ist sicher auch, dass man halt eine gewisse Abhängigkeit eingeht mit einem Anbieter, oder? Gerade wenn man zum Beispiel an die grossen Cloud-Anbieter denkt, wie zum Beispiel Microsoft, wo ein sehr umfassendes Cloud-Angebot hat. Und je mehr natürlich von einem Cloud-Angebot man bezieht, desto eine größere Abhängigkeit gibt man natürlich auch so mit einem Anbieter ein. So Risiko von Locked-In-Effekt, oder? Kommt man dann dort irgendwie wieder raus? Das ist eine Frage. Aber sicher ist halt auch so, dass wenn ich Cloud-Services beziehe, bin ich auch darauf angewiesen, dass ich eine gute Verbindung ins Internet habe. Das ist in der Zwischenzeit, gut, in der Schweiz nicht mehr so ein grosses Thema, aber sicher ein Aspekt, den man muss beleuchten. Es gibt weitere Themen, die vor allem so aus dem regulatorischen Umfeld rauskommen. Was passiert denn mit meinen Daten? Was sind die Daten gespeichert? Zum Beispiel im Ausland, wer hat auf die Daten Zugriff? Das sind so weitere Risiken, die man beim Cloud-Einsatz auch gerade in der öffentlichen Verwaltung natürlich muss beachten. Und vielleicht noch ein paar spezielle Herausforderungen, wenn man von Cloud-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung redet, dann sind das nicht die technischen. Oder das kann man glaube ich, heute sagen, Technologie ist bereit, Technologie ist ready. Man hat da sehr viel Erfahrung, wie man so Cloud-Lösungen kann integrieren in die bestehenden IT-Systeme. Ich glaube, im Verwaltungskontext sind es vor allem die organisatorischen und die regulatorischen Rahmenbedingungen, wo die Herausforderung sind, für so Dienste zu nutzen. Ja, und da werden wir jetzt noch ein bisschen stärker drauf eingehen, auf die rechtlichen Aspekte. Und in dem Sinn würde ich gerne dir, David, das Wort übergeben.
Und ich würde meine Präsentation da mal ausschalten, dass du dich nachher könntest einklinken. Besten Dank, Andreas. Ich hoffe, wir Folie jetzt. Jawohl, das hat geklappt, Gut. jawohl. Ich muss noch kleine technische Hinweise machen. Wir haben die ersten, die sich eingeladen haben, haben es vielleicht mal gehört, wir haben uns müssen so abstimmen, dass ich nicht kann im Präsentationsmodus präsentieren, sondern ich muss jetzt halt in der Bearbeitungsansicht präsentieren. Wir wissen nicht, warum das auf dem Weg von Zürich zu Beitrut irgendwo in einer Leitung stecken bleibt, wenn man im Präsentationsmodus arbeitet. Aber Folien sind genau die gleichen. Also von dem her passiert nichts, außer dass man halt oben dran noch meine Leisten sieht. Gut, also das kurz einleitend. Also Cloud Computing in der öffentlichen Verwaltung, was sind da rechtliche Themen, die es zu beachten gibt? Ich möchte das eigentlich anhand von vier Fragen kurz beleuchten. Zuerst einmal, warum geht es eigentlich beim Datenschutz? Weil das ist das Kernthema, nicht das einzige, wie Sie sehen werden, aber das Kernthema, wenn es um Cloud Computing geht. Dann die Gretchenfrage, ja, ist Cloud Computing für die öffentliche Verwaltung zulässig? Darf Cloud im Ausland liegen? Ist man dann mit der Cloud in der Schweiz abgesichert? Und am Schluss habe ich ganz kurze Checkliste mit ersten Fragen aufgeführt, die auch das Ganze noch zusammenfassen. Steigen wir ein. Worum geht es eigentlich beim Datenschutz? Viele von Ihnen, und ich denke, das Gros von Ihnen, wo heute zuhört, hat sich mit diesen Fragen schon auseinandersetzt. Ich werde darum vielleicht auch einiges sagen, wo für Sie nicht neu ist, aber dann kann ich sicherstellen, dass wir alle etwa auf der gleichen Flughöhe sind. Also, wenn ich von Datenschutz rede, dann rede ich von Personendaten. Das ist ein Terminus technicus. Also nur Personendaten sind vom Datenschutzrecht betroffen. Was heißt das? Das heißt, und das steht eigentlich in allen Gesetzen etwa gleich. Warum ich von mehreren Gesetzen rede, sage ich Ihnen nachher gerade. Es geht eigentlich immer um Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. Sie sehen unten Beispiel für das, Peter Muster. Das ist ein Personendatum, mit dem kann man eine Person identifizieren. Das andere Beispiel ist die alte AHV-Nummer. Mit der hat man relativ schnell können entschlüsseln, wer dahinter steht. Wenn man die Informationen hat, dann kann man eine Person bestimmen, dann ist sie bestimmbar. Und das gleiche Beispiel ist die Autonummer. Da jetzt halt das Beispiel aus Monaco, weil ich kein Bild gefunden habe, das ich hätte können aus rechtlichen Gründen verwenden aus der Schweiz. Darum das Beispiel aus Monaco. Eine Autonummer kann auch ein Personendatum sein, weil ja sehr viele Kantone Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass man durch das Eingeben der Autonummer sieht, wer der Eigentümer ist von dem Auto. Also alles das sind Personendaten. Sie sehen einen weiten Kreis. Die Schweiz zieht aktuell den Kreis noch ein bisschen weiter, weil auch Daten von sogenannten juristischen Personen geschützt sind. Also beispielsweise SBB, ABB oder wer auch immer. Wenn man über die Unternehmung Daten sammelt und hinterlegt, dann sind die auch nach dem Datenschutzgesetz geschützt. Das wird aber, wenn das neue Schweizerische Datenschutzgesetz in Kraft treten wird, voraussichtlich dann nächstes Jahr, Anfangs nächstes Jahr, wird das fallen. Dann geht es nur noch um Daten von natürlichen Personen, die geschützt sind. Was auch noch wichtig ist, wenn man von Personendaten redet, dann redet man nicht von Daten, die anonymisiert worden sind. Also wenn Sie Daten anonymisieren, dann ist es kein Personendatum mehr. Man kann die Person dann nicht mehr bestimmen. Und das Gleiche ist auch bei Pseudonym. Einfach dort Hinweis, Pseudonymisieren ist relativ anspruchsvoll. Es ist sehr schwierig, das so vorzunehmen, dass man effektiv nicht mehr Personen dahinter erkennt. Aber wenn man das schafft, das sind also Anwendungsfälle, wo das Datenschutzgesetz nicht mehr zur Anwendung käme. Was ich auch wichtig finde, ist, es gibt verschiedene Kategorien von Personendaten. Ich nenne es jetzt da mal nach der zürcherischen Terminologie besondere Personendaten. Das sind sensitive Daten, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, Konfession, also religiöse oder weltanschauliche Ansichten, Strafregisterinformationen oder generell Informationen über strafrechtliche Verurteilungen. Das sind so Beispiele. Für besondere Personendaten auf eidgenössischer Ebene redet man da von besonders schützenswerten Personendaten. Das ist eigentlich immer der gleiche Begriff. Auch wichtig, also das Gesetz oder Datenschutzgesetzgebungen generell sind sehr breit, decken sehr viel ab, weil jeder Umgang mit Personendaten gilt als Bearbeitung. Und Bearbeitung führt eben zur Anwendung von der Datenschutzgesetzgebungen.
Und das ist also nicht nur ein Kopieren, sondern es ist selbst ein Speichern, ein Abändern, ein Modifizieren. Also immer, wenn man irgendwo Personendaten bei sich hat, ist das bereits eine Bearbeitung. Gut, ich habe es vorher ein bisschen angestöhnt mit dem Gesetz. Da haben wir in der Schweiz, wie sich's gehört, eine gute Vielfalt. Wir haben mehrere Gesetze. Wir haben mal auf eidgenössischer Ebene haben wir das Schweizer Staatsschutzgesetz. Das gilt für Bundesorgane, also die Bundesverwaltung unterliegt dem Schweizer Staatsschutzgesetz, dem DSG, sowie auch private Personen. Und private Personen beinhaltet selbstverständlich auch juristische Personen, also Unternehmungen. Alle die und müssen das schweizerische, das eidgenössische Datenschutzgesetz berücksichtigen. Bei den Kantonen ist es ein bisschen anders. Jeder Kanton ist selber verpflichtet und befugt, das Datenschutzgesetz für sich selber zu erlassen. Das haben Kantone gemacht. Also es gibt dort kantonale Datenschutzgesetze und die gelten für alle öffentlichen Organe in den Kantonen. Also ich rede nicht nur von der kantonalen Ebene, sondern auch von der Gemeindeebene. Alle öffentlich-rechtlichen Rechtsträger im Kanton unterliegen dem kantonalen Datenschutzgesetz. Was auch noch wichtig ist, wenn aber jetzt so eine kantonale Verwaltungsbehörde würde einen Privaten beauftragen, dann unterliegt der Private wieder am schweizerischen, am eidgenössischen Datenschutzgesetz. Also Sie müssen immer ein bisschen beide Gesetze im Auge haben. Und auch noch ein Hinweis, möglicherweise vielen auch schon bekannt, das Schweizer Datenschutzgesetz, ich habe es vorhin auch schnell erwähnt, wird aktuell revidiert. Hintergrund ist, dass ja auf EU-Ebene neue Datenschutzgesetzgebung in Kraft getreten ist, die Datenschutzgrundverordnung oder DSGVO. Und das hat die Schweiz dazu bewogen, um nicht zu sagen, gezwungen, halt auch ihr Gesetz zu überarbeiten, aber zugegebenermaßen auch ein bisschen zu aktualisieren. Ich habe es gesagt, DSGVO ist auf EU-Ebene anwendbar und gültig. Und die Frage, die sich natürlich da stellt, ist ja, was heisst das für Kantone? Und die Regel ist eigentlich so, dass der Anwendungsbereich von der DSGVO Kantone in der Regel nicht betrifft, weil man nur dann unter das Gesetz fällt, wenn man das Angebot an Personen in der EU richtet. Also das ist beispielsweise bei einer Bank oder einer Versicherung klar der Fall. Die haben ja überall Klienten und können ja auch aktiv bewerben. Oder wenn man Profil erstellt, Persönlichkeitsprofil erstellt von Personen in der EU. Beides machen die Kantone oder sehr viel, ein sehr grosser Teil der Verwaltung in den Kantonen nicht. Darum würde ich als Faustregel sagen, die DSGVO ist in der Regel irrelevant. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass trotzdem viele Kantone aufgrund von der DSGVO und um auch sicher zu gehen, dass es keine Verstöße gibt, aktuell ihre Gesetze am Überarbeiten sind. Ein Beispiel ist der Kanton Zürich. Es gibt noch einen zweiten Grund für das. Ich habe eben, wie gesagt, auf Schweizer Ebene, auf eidgenössischer Ebene wird das Datenschutzrecht auch überarbeitet. Da gibt es diverse neue Pflichten und Verschärfungen, die zum Tragen kommen werden. Ich habe da sechs rausgepickt. Das ist natürlich der zweite Grund, warum Kantone ebenfalls zurzeit ihre Gesetze am Revidieren sind oder das noch machen werden und teilweise schon gemacht haben. Ganz kurz die sechs Beispiele. Um was geht es da? Wir haben neu dann auf eidgenössischer Ebene, also für Bundesbehörden und für Private, Meldepflicht für Pannen, also wenn Personendaten an unberechtigte Dritte gehen würden, dann muss man das melden. Und zwar nicht nur der zuständigen Behörde, auf eidgenössischer Ebene ist das der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, sondern auch der betroffenen Personen. Man ist aber eine gewisse Größe und man verpflichtet alle Bearbeitungstätigkeit, also was eigentlich man konkret mit diesen Daten macht, in einem Verzeichnis zu dokumentieren und das auch ajour zu halten. Man muss auch, wenn man mit heiklen Daten schafft, mit sensitiven Daten schafft, eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung machen, also analysieren, inwiefern da Risiken und Gefahren für die betroffenen Personen bestehen, das alles auch schriftlich und festhalten. Man kann einen Datenschutzberater beiziehen, das gibt es heute schon, heute heisst er Datenschutzverantwortlicher. Das ist aber weiterhin freiwillig, wird einfach jetzt in der Schweiz ein bisschen konkreter geregelt. Wichtig auch, man muss betroffene Personen viel umfassender informieren. Das haben Sie vielleicht schon gesehen, wo Sie vermutlich so im April, Mai, vorletztes Jahr, Entschuldigung, 2018, plötzlich ganz viele Mails bekommen haben von Newsletter-Anbietern und von Unternehmungen,
wo sie dann einen langen Katalog haben, was man halt mit ihren Daten macht. Das ist auch in der Schweiz nachher so. Man muss zwar in der Schweiz im Unterschied zu der EU nicht zwingend immer eine ausdrückliche Zustimmung haben, aber man muss auch in der Schweiz betroffene Personen künftig informieren. Das ist neu und wird auch entsprechend bei vielen Unternehmungen zu Aufwand führen. Und zu guter Letzt, Sanktionen werden massiv verschärft. Bussen werden um den Faktor 25 erhöht in der Schweiz. Das kann im Extremfall zu Bussen bis 250'000 Franken führen. Für zum Glück nur sehr ausgesuchte Verstöße. Aber es werden dann effektiv Personen gebüßt, die das gemacht haben und nicht das Unternehmen. Das im Unterschied zu der EU. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Grund, warum viele Unternehmungen sich jetzt aktuell auf das anfangen zu vorbereiten. Das ganz kurz ein Ausblick, was auf eidgenössischer Ebene passiert. Wie gesagt, in den Kantonen sind auch Umsetzungen im Begriff. Und jetzt kommen wir zur konkreten Frage. Ja, ist dann Cloud Computing für die öffentliche Verwaltung überhaupt zulässig? Also wenn jetzt die Antwort Nein wäre, dann wäre nicht so gut, weil viele sind schon auf der Cloud und ja, nicht ganz überraschend. Die Antwort ist ja, es ist zulässig, aber es gibt gewisse Spielregeln, die Sie beachten müssen. Auch da wieder in anderen Kantonen ein bisschen anders formuliert, aufgelistet und vorgegeben. Aber wenn man es würde versuchen, so ein bisschen unter einen Hut zu bringen und für alle auf den gleichen Nenner nehmen, dann sind das etwa die 5 Punkte. Also erstens, der Cloud-Provider darf die Daten nur so bearbeiten wie der Auftraggeber. Er darf nichts anders machen mit diesen Daten, wie es der Auftraggeber dürfte, und er darf es nur für den Auftraggeber nutzen, nicht für sich selber. Es darf keine Geheimhaltungspflicht bestehen, wo so eine Bearbeitung würde untersagen. Das komme ich nachher noch. Datensicherheit muss gewährleistet sein, also die Daten müssen sicher beim Cloud-Anbieter verwahrt werden und bearbeitet werden. Dann ist auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass die Auswahl und die Kontrolle beim Auftraggeber bleibt. Also er ist verantwortlich für eine sorgfältige Auswahl. Er muss den Anbieter auch kontrollieren und er muss auch ein Weisungsrecht haben. Darum auch nochmal fett markiert, die Verantwortung bleibt beim Auftraggeber. Man kann sich mit der Cloud nicht der Verantwortung entziehen. Man kann einen sehr grossen Aufwand einsparen, aber nicht die Verantwortung. Und man wird einen gewissen Aufwand behalten, um dieser Kontrolle nachzukommen. Ich habe es vorhin angesprochen, Geheimhaltungspflicht. Was ist jetzt da darunter zu verstehen, was gehört da dazu? Ein Thema ist natürlich das Amtsgeheimnis. Also darf ich Daten, die dem Amtsgeheimnis unterliegen, an einen Cloud-Anbieter geben? Und da ist man bei den kantonalen Datenschutzbeauftragten, die sich dazu geäußert haben, der Meinung, dass das möglich sein muss. Der Anbieter, der Cloud-Anbieter, muss sich aber verpflichten, das Amtsgeheimnis einzuhalten. Die Berufsgeheimnisse ist ein bisschen diffiziler. Da geht es vor allem beispielsweise um Spitäler, um öffentlich-rechtliche, wo beispielsweise Gesundheitsdaten haben. Da gibt es ein bisschen Uneinigkeit. Einer von den Vorschlägen ist, dass man Sennig-Daten sollte verschlüsselt auf der Cloud deponieren, damit der Cloud-Anbieter auf die Daten gar nicht zugreifen kann. Hat einfach einen Einfluss oder kann einen Einfluss haben auf die Leistungsfähigkeit von dieser Cloud. Es wird ein bisschen leicht in diese Frage. Hat das Bundesgericht gebracht im Zusammenhang mit dem Anwaltsgeheimnis. Das Bundesgericht hat in dem Entscheid, den ich da aufgeführt habe, festgehalten, dass es auch für einen Berufsgeheimnisträger, eben in dem Fall ein Anwalt, nicht untersagt ist, Hilfspersonen und auch beizuziehen und auch das Outsourcing zu machen. Aus dem muss ich aber eigentlich schliessen, dass es auch muss für andere Berufsgeheimnisträger gelten. Meine Empfehlung ist einfach da, solange das nicht absolut in Ihrem Kanton geklärt ist, nehmen Sie Kontakt auf mit dem Datenschutzbeauftragten von Ihrem Kanton, um da Sicherheit zu haben. Dann sind Sie sicher auf der sicheren Seite. Was Sie auch nicht vergessen ist, es gibt vielleicht weitere Geheimnispflichten aus der Art von Daten, die es betrifft. Es gibt auch beispielsweise jetzt aus dem Opferhilfegesetz, wenn ich gefunden habe, da gibt es auch mal Geheimhaltungspflichten. Also, Sie müssen prüfen, wann Sie die Daten auslagern, was Sie, erstens, was für Daten Sie wollen auslagern.
Und du hast einfach davor gesagt, es gibt ja die Variante, dass man mit einer eigenen Cloud schafft und nur einen Teil der Public Cloud tut. Tun Sie dort prüfen, was Sie effektive Geheimhaltungspflichten sonst noch in diesem speziellen Fall haben. Und dann ganz wichtig, und beispielsweise im Kanton Zürich zwingend vorgeschrieben, Sie müssen einen schriftlichen Vertrag abschliessen. Also Sie müssen das vertraglich regeln, und zwar schriftlich, damit auch nachher der Beweis geist, was man abgemacht hat. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn es um so Sachen geht, aber sagen wir mal darauf hingewiesen. Ja, jetzt, wir haben es gehört, es gibt viele Cloud-Anbieter im Ausland, die sind vielleicht noch preislich interessanter, bringen vielleicht auch mehr Leistungen. Jetzt, Frage halt da, oder darf die Cloud im Ausland liegen? Und das ist eigentlich überraschend. Das ist nämlich ja, grundsätzlich schon. Man muss natürlich auch da unbedingt die kantonalen Vorgaben beachten. Auch da wieder konsolidiert, was in etwa so der Regelfall ist. Man darf Daten nur in Länder auslagern mit einem angemessenen Datenschutzniveau. Wenn das nicht geht, braucht es hinreichende Garantie bei Staaten mit einem ungenügenden Datenschutzniveau. Ein Beispiel ist Amerika, da gibt es den Privacy Shield, wo sich amerikanische Unternehmen können, dem unterstellen. Man kann auch vertragliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, also vertraglich die betreffende Partei verpflichten, der Cloud-Anbieter verpflichten, dass er sich an die Grundlage des Schweizer Datenschutzgesetzes hält. Und es gibt vielleicht noch weitere kantonale Vorgaben. Da einfach wichtig, wenn man will oder erwägt, ins Ausland zu gehen, dann muss man wirklich die Voraussetzungen genau prüfen und im betreffenden Kanton schauen, ob man wirklich das darf. Weil vielleicht gibt es je nach Kanton noch ergänzende Regeln oder sie ist noch mehr einschränkend. Wie sieht es mit sensitiven Informationen? Wir haben es am Anfang gesagt, es gibt ja noch die besonderen Personendaten, beispielsweise Gesundheitsdaten. Da wird beispielsweise vom Kanton Zürich empfohlen, das nicht zu machen, die nicht im Ausland speichern, also nicht auf der Cloud im Ausland auszuweichen. Was man auch muss sehen, wenn man ins Ausland geht, ist, dass durch den Zugriff auf Daten im Problemfall kann schwieriger durchsetzbar sein. Man möge da an einen Konkurs denken oder wenn es sonst irgendwelche Differenzen gibt. Also die Daten sind dann halt wirklich im Ausland. Darum glaube ich, sollte man gut überlegen, wenn man ins Ausland will gehen, ob man das wirklich will und auch die Risiken abschätzen. Auch da noch ein Hinweis, man hört jetzt immer wieder das Schlagwort Swiss Cloud. Prüfen Sie, wenn Sie so einen Cloud-Anbieter schauen, ob die Daten dann wirklich in der Schweiz sind. Weil die Rechenzentren sind dann weltweit verteilt und je nachdem müssen Sie auch das speziell noch vereinbaren, dass die Daten dann wirklich in der Schweiz sind. Prüfen Sie das. Ja, ist jetzt die Welt in Ordnung, wenn ich mit der Cloud in der Schweiz bin? Habe ich dann gar kein Problem, solange ich weiss, ah jawohl, mein Rechenzentrum in der Schweiz. Da ist die Antwort ja, aber es gibt natürlich auch dort Themen. Und eins davon ist, auch etwas, was Sie mir gehört haben, ist die Cloud Act. Cloud, das ist schon ein Kreativer gewesen, wo das gemacht hat, oder? Der hat dann von Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act geredet. Also hat den Brief so zusammengestellt, dass man das Cloud gibt. Aber im Kern geht es um Folgendes. Man soll, ein Service Provider, ein Cloud-Anbieter soll verpflichtet können werden, Kundendaten offen zu legen. Also, am Beispiel von der Verwaltung, von der Verwaltung. Jetzt muss man einfach das sehr stark relativieren. Also, es ist nicht einfach ein Persilschein für die amerikanische Regierung, sondern es ist nur der Fall bei Strafuntersuchungen. Es braucht einen Gerichtsbeschluss, den kann man anfechten. Es betrifft nur Cloud-Service-Provider mit US-Bezug, auf das komme ich nachher noch. Was aber auch zu beachten ist, wo sich der Server befindet, ist unerheblich. Einfach ein Hinweis, und das sehen Sie unten mit dem Pfeil. Also, was in dieser Cloud Act drin steht, entspricht weitgehend der Cybercrime Convention, wo die Schweiz auch unterschrieben hat. Also was die Amerikaner wollen, machen ganz viele andere Länder auch. Mitunter die Schweiz. Also der Entscheid, gehe ich in die USA oder nicht, ist eigentlich nicht die richtige Frage, sondern die Frage ist, gehe ich ins Ausland oder nicht? Und wenn ich ins Ausland gehe, habe ich das Problem damit, wenn es in einer Strafuntersuchung zum Thema würde. Das sind Probleme, die Sie in der Verwaltung in der Regel mit Ihren Daten nicht werden haben. Aber es führt noch zum zweiten Punkt. Wenn ich einen Anbieter habe,
wo in der Schweiz ist, aber zu einem amerikanischen Konzern gehört, dann könnte man sich fragen, möchte ich zu diesem Anbieter gehen, weil wenn der Konzern aus den USA ist, dann könnten die amerikanischen Behörden ihn zwingen, auch Daten aus dem schweizerischen Rechtscenter rauszugeben. Wie gesagt, nur unter sehr speziellen Bedingungen, die eigentlich dem Standort der Schweiz entsprechen. Aber bei Ihrer Auswahl, zu welchem Anbieter Sie gehen, müssen Sie das berücksichtigen. Aber dann können Sie sich auch nicht darauf verlassen, dass es nur ein amerikanisches Unternehmen ist. Es können auch Schweizer Unternehmen sein, die auch sehr aktiv in den USA sind. Für mich Quintessenz ist, Cloud Act ist nicht etwas völlig Außergewöhnliches, sondern ist generell eine Frage, wenn man einen Vertrag eingeht mit einem Anbieter, der aus dem Ausland kommt. Aber auch dann kommen die Standards zur Anwendung, wie sie auch in der Schweiz gelten. Das ist das Thema Datenschutz. Was ein bisschen untergeht, sind andere Risiken, die es auch noch gibt. Und auch Risiken, die es gibt, wenn man nur in der Schweiz bleibt, mit nur einem schweizerischen Anbieter. Und das möchte ich Ihnen an dem Beispiel vom Konkursrecht zeigen. Da der Anwendungsfall, dass der Cloud-Anbieter mit A dargestellt Konkurs geht und sich dann natürlich der Kunde vom Cloud-Anbieter die Frage stellt, ja, was ist jetzt mit meinen Daten? Das Gesetz ist da relativ klar. Wenn Sie nämlich ins Bundesgesetz über Schuldbeteiligung und Konkurs gehen, das JKG, dann steht dort drin, dass man nur darf Sachen aus einer Konkursmasse verlangen, die einem gehören. Daten sind keine Sachen, weil das keine körperlichen Gegenstände sind. Sie können die also, wenn Ihre Cloud-Anbieter Konkurs geht, nicht rausverlangen. Was dann passiert ist, folgendes: Konkursverwaltung, das sehen Sie unten, tut dann den Wert der Daten in eine Geldforderung umwandeln. Die wird dann eingegeben im Konkurs und dann kommen Sie eine Konkursdividende über, nämlich einen kleinen Bruchteil vom angeblichen Wert von diesen Daten, das bringt Ihnen herzlich wenig. Das hat der Gesetzgeber erkannt. Darum ist aktuell eine Revision vom JKG im Gang. Es löst einfach das Problem nur teilweise, weil auch, also wenn das so bleibt, weil auch mit den neuen Bestimmungen wird es zwar so sein, dass Sie dann ein Aussonderungsrecht haben für Daten, aber es gibt keine Pflicht von der Konkursverwaltung, dafür zu sorgen, dass die Daten nicht gelöscht werden oder nicht zerstört werden, nachdem der Konkurs eröffnet wird. Also sich nur auf die Gesetzesrevision zu verlassen, wäre gefährlich. Man muss selber noch etwas machen, und das komme ich gerade nach dem Thema dann, nämlich Migration von Daten. Der Konkurs kann man sagen, ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, sicher aber nicht ausschließen und zu beachten, aber vielleicht dann zeigen, wenn die Daten migrieren. Und da ist einfach wichtig, wenn Sie den Anbieter wechseln und die Daten sollen übernommen werden, dass Sie den Anbieter verpflichtet, Ihnen dabei Unterstützung zu leisten, Ihnen die Daten oder dem neuen Anbieter die Daten so rauszugeben, dass der neue sich bei sich wieder einpflegen kann. Das ist nicht selbstverständlich, muss unbedingt vertraglich geregelt werden. Ich habe einmal in diversen Lehrgängen, wo ich vorgetragen habe, in Gruppen haben wir ein bisschen erarbeitet, was dann Möglichkeiten sind, um können den Datenzugriff, wenn die Daten auf der Cloud sind, sicherstellen. Sollte es zum Konkurs kommen oder eben zu einer Migration von Daten. Sie sehen da eine Liste, K ist Konkurs, M ist Migration, rot das Kürzel heisst, das hilft nicht, orange heisst, das hilft bedingt, grün heisst, das wäre eine Lösung. Und ich gehe es ganz kurz durch. Also die Tatsache, dass Ihnen Daten gehören, schützt Sie nicht vor einem Konkurs, das ist klar, wie gesagt, Daten sind keine Sachen, aber es ist eine Voraussetzung, dass Sie Daten können überhaupt an einen neuen Anbieter migrieren, wenn so eine Datenmigration geächtet ist. Die Auswahl vom Provider, größte Hindernis, aber Sie können, wenn Sie Ihren Anbieter aussuchen, logisch, dass er ein stabiles Unternehmen hat, dass die genügend Größe und schafft die auch nachhaltig. Bei Migration spielt es selbstverständlich eine Rolle und hilft, weil dort können Sie verhandeln. Dann das Eigentum am Teil von der externen Infrastruktur. Das kann helfen. Sie können ja theoretisch die Daten auf einem Server, der reingehört, bei dem Cloud-Anbieter speichern.
Du ist es so, dass wenn der Konkurs geht, sie nicht einfach können den Server holen, sondern auch dort wieder einen Umweg machen und man eigentlich die Idee vom Cloud Computing, dass sie die ganze IT eigentlich auslagert, ein bisschen unterwandert. Darum ist das auch nicht die Lösung. Was für hilft, ist, die Daten gar nicht auslagern. Also sie gehen nicht ins Cloud Computing, aber dann bringt es ihnen nicht viel. Das Escrow Agreement, also dass man Daten auch noch bei einem Dritten hinterlegt, das hilft nur sehr bedingt. Ist auch aufwendig. Macht in der Regel nicht viel Sinn, wenn es um Konkurs geht. Georedundanz, also wenn der Anbieter mehrere Backup-Zentren hat, was er sowieso haben muss, das bringt ihnen nichts, wenn es um Konkurs geht und beide Rechenzentren ihm gehören, dann kommen die Daten immer noch nicht über. Das Beste ist, sie machen eigene Backups oder sie sorgen dafür, dass ein dritter Anbieter, der aber eine andere Unternehmung sein muss, also eine andere juristische Person, dass dort Backups von ihren Daten auch noch hinterlegt sind, und zwar in einer Form, wie sie nachher wieder können schnell einsetzen. Das ist am Schluss die beste Lösung. Viele Cloud-Anbieter bieten diese Variante auch an, die haben das Problem erkannt. Schauen Sie bitte auf das, weil das, meinte ich, ist eines der wichtigsten Elemente in dem Thema Cloud Computing, dass Sie den Zugriff auf die Daten sicherstellen. Ich habe versucht, eine Checkliste zu machen, wie man mal, ich sage jetzt mal, auf grosser Flughöhe kann vorgehen, wenn man möchte in eine Cloud gehen. Und das sind eigentlich die 5 Punkte. Rechts sehen Sie ein paar Stichworte dazu. Frage 1 ist, was für Daten sind betroffen? Also beispielsweise eben besondere Personendaten. Wenn man die auslagern will, dann empfiehlt beispielsweise der Zürcher Datenschutzbeauftragte, dass man nicht ins Ausland gehen soll. Und da kann man sich überlegen, ob man die Daten will verschlüsseln. Dann Frage 2, gibt es sonst noch rechtliche oder vertragliche Hindernisse? Da ist eben das Stichwort Amts- und Berufsgeheimnis. Im Amtsgeheimnis sicher die Anbieter im Amtsgeheimnis unterstellen. Beim Berufsgeheimnis allenfalls eine Verschlüsselung prüfen. Gibt es vertragliche Einschränkungen sonst noch? Haben Sie als Verwaltung gewisse Einschränkungen, wo Sie eingegangen sind auf vertraglicher Ebene? Und gibt es noch weitere, vor allem kantonale Vorschriften, die Sie müssen beachten? Dann, wichtige Frage, wo werden die Daten gespeichert? Wenn man im Ausland die Daten würde speichern, bitte die Voraussetzungen kritisch prüfen, wir haben es vorher angeschaut. Dann ganz wichtig auch die Auswahl vom Auftraggeber und der Vertrag. Also es braucht wirklich eine sorgfältige Evaluation. Da müssen Sie vielleicht auch noch Berater haben, IT-Spezialisten, die Sie unterstützen. Können Sie sich in diesen Verträgen gegen die Risiken genügend absichern? Wie gesagt, ein schriftlicher Vertrag, und je nachdem müssen Sie das auch noch von einer übergeordneten Amtsstelle genehmigen lassen. Vorab. Und da auch Vorsicht vor irgendwelchen vorformulierten AGBs. Was am Schluss vertraglich abgestimmt wird, muss wirklich genau geprüft werden. Das muss auf Ihre Bedürfnisse passen und die von Ihnen zu verhindernden Risiken wirklich nicht zulassen. Mit dem Vertrag und der Auslagerung ist dann noch nicht da. Es bekommt dann auch noch die Umsetzung. Und da der Hinweis, mit dem einmal Auslager ist nicht da, es braucht regelmäßige Kontrollen. Das kann auch sein, dass die Ihnen Audits liefern. Viele Anbieter sehen es schon standardmäßig vor. Können Sie auch das bitte auch im Vertrag berücksichtigen und denken Sie auch daran, dass man eben den Zugriff zu den Daten immer sicherstellen soll. Und das bringt mich bereits zum Ende von meinem Teil. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und möglicherweise gibt es jetzt ja noch Fragen, aber da übergebe ich jetzt zuerst mal wieder an Andreas Neff. Super, herzlichen Dank, David, für deine Ausführungen. Man sieht, es ist ein sehr umfangreiches Thema, wo man noch viel darüber können reden könnte. Vielleicht auch noch ein bisschen, was man noch sagen kann. Sie können gerne Fragen stellen. Am besten stellen Sie die in den Chat hinein. Wir werden jetzt nachher auf die eingehen. Bevor wir zu den Fragen kommen, vielleicht noch von unserer Seite ein paar Punkte zum Vorgehen, was wir halt auch häufig in Beratung erleben, was man auch noch machen sollte zu den Checklistenpunkten, die der David hier erörtert hat. Grundsätzlich ist halt eine strategische Frage, will ich überhaupt in die Cloud gehen und mit was will ich in die Cloud gehen und wie will ich Cloud-Dienste nutzen? Also häufig ist halt schon das Thema Cloud-Strategie, auch als Teil von Digitalisierungs- und IT-Strategie, sicher auch zu beantworten aus organisatorischer Sicht. Dann, was sich immer empfiehlt, ist halt, dass man gewisse Vorgaben und Richtlinien zur Cloud-Nutzung erarbeitet, auch auf Basis von so rechtlichen Aspekten, und die auch irgendwie im politischen
die politische Instanz entsprechend auch tut, genehmigen, dass man eine gute Basis hat, dass man auch noch Cloud-Dienste in der Verwaltung kann implementieren kann. Wir haben gesehen, es kommt, wenn man Daten auslagern will, spielt so eine Rolle, was für Daten sind denn das, oder? Also, ganz viele Daten in der Verwaltung sind per se öffentlich, oder? Und sind eigentlich überhaupt nicht problematisch, wenn man die in der Cloud auslagern will. Es gibt aber auch sensitive Daten, wo das nicht möglich ist. Und für das brauche ich noch eine gute Übersicht. Ja, welche Daten habe ich denn überhaupt? Habe ich ein Dateninventar? Weiss ich, wer für die Daten zuständig ist? Und weiss ich auch, wie die Daten zu klassifizieren sind? Und was man, glaube ich, auch sagen kann, so den Persilschein gibt es nicht. Oder man kann sagen, ja, wir gehen jetzt in die Cloud und wir schieben jetzt alles in die Cloud. Das ist alles geregelt, wenn ich gewisse Rahmenbedingungen einhalte. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, ich muss immer wieder situativ bei jedem Vorhaben prüfen, ob das geeignet ist, in die Cloud oder in was für eine Cloud können auslagern. Also es braucht sicher auch immer wieder eine Risikoanalyse. Das noch von unserer Seite. Jetzt wären wir eigentlich am Schluss und würden gerne noch für Fragen zur Verfügung stehen. Wir haben bereits eine Frage vom Herrn Küchler bekommen. Und er fragt, geht es ein bisschen in die Richtung von Public Cloud Services von größeren Herstellern, jetzt zum Beispiel ganz konkret Microsoft oder Google, wo ja jetzt Rechenzentren in der Schweiz haben. Und ist jetzt eigentlich durch das, dass die Rechenzentren in der Schweiz sind, ist jetzt das Problem gelöst. Und vielleicht, David, kannst du dazu noch etwas sagen? Oder ein Problem oder eine Problemstellung, die du hast ja gesagt hast, ist die Auswahl und Kontrolle von den Daten und Weisungsbefugnis muss gewährleistet sein. Ist ja jetzt also bei einem Public Cloud-Anbieter noch schwierig möglich, weil ja eben nicht ins Rechenzentrum rein. Sagt das Gesetz etwas dazu, oder? Kannst du dazu noch etwas sagen? Ah, ich glaube, jetzt haben wir David Schwanning vom verloren, vom Audio-Thema her. Vielleicht kannst du dann auch noch einklinken. Hey, was wir schon gesehen haben, oder auch mit den Verwaltungsstellen, die das abgeklärt haben, dass sich die halt auf Audits von den entsprechenden Anbietern berufen. Ich kann zwar dort nicht vor Ort Kontrollen vornehmen, aber all die grossen Anbieter sind eigentlich nach internationalen Standards zertifiziert und bieten dort jeweils halt, oder stellen auch die Unterlagen von den Zertifizierungen zur Verfügung. Wird anscheinend als Anhaltspunkt kann man den verwenden, für zumindest diesen Fall können abzudecken. Bezüglich amerikanischen Firmen in der Schweiz haben wir gesehen, also Microsoft hat jetzt auch Rechenzentren in der Schweiz, die verpflichten sich auch nach dem schweizerischen Datenschutz, schweizerischen Datenschutzgesetz einzuhalten, aber sicher ist halt dort immer noch der Cloud Act im Raum, wo halt vorhanden ist entsprechend. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt unseren Fachexperten da, ist jetzt nicht mehr im Zugriff, irgendwie funktioniert es nicht mehr mit dem Audio. Wir würden sonst gerne die Fragen, die jetzt noch reinkommen, aufnehmen und tun die gerne den Teilnehmer noch eine Stellung dazu nehmen. Wir haben mit den Unterlagen vom heutigen Webinar noch zukommen lassen. In dem Sinne sind wir fertig. Ich habe jetzt gerade, David hat mich benachrichtigt, dass er nochmal versucht, sich einzuloggen, also nochmal Stellung nehmen. Warten wir nochmal rasch ein paar Sekunden, ob das klappt. Ja, anscheinend geht es gerade nicht. In dem Sinne würden wir hier das Webinar schließen. Danke Ihnen herzlich für die Teilnahme. Wir gehen gerne noch auf Ihre Fragen ein. Können Sie nach wie vor in den Chat hineinschreiben und dann gerne schriftlich noch Stellung dazu. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, ein gutes Wochenende und bis gleich wieder mal. Auf Wiedersehen. Hören Sie mich noch?